Wie ist die Einschätzung eines Mitglieds des Europaparlaments? Wir haben die Möglichkeit, mit Markus Ferber zu sprechen, den ich sehr herzlich begrüße. Wir haben eine sehr schwierige Kombination in diesen Gesprächen, eine Kombination nämlich zwischen Finanzen und Politik. Reden wir erst einmal über den Fonds, der als Hilfsfonds bezeichnet wird und Ländern helfen soll, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Ist das Prinzip dieses Hilfsfonds aus Ihrer Sicht sinnvoll? Grundsätzlich ist es schon sinnvoll. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das noch zu justieren, nämlich die Frage, wie viel Kredite, wie viel Zuschüsse werden gewährt, die Frage, was geht direkt an die Mitgliedstaaten oder was wird zur Aufstockung von bestehenden Programmen verwendet. Da gibt es ja viele Stellschrauben, wo man Feinjustierung vornehmen kann. Und insofern, wenn Sie nur die Zahlen abstrakt nehmen, ist viel Luft, um zu einer Lösung zu kommen. Aber hinter jeder Zahl steckt ein Inhalt, hinter den Gesamtzahlenwerk steckt ein großer Inhalt, nämlich die Frage auch, was müssen für Bedingungen erfüllt sein, sowohl ökonomisch als auch politisch. Und das macht die Sache ja am Ende so komplex. Das ist der Grund, warum es offenbar auch nicht so richtig weitergeht. Der niederländische Regierungschef Rutte hat ja die Vergabe des Geldes, vor allen Dingen der Mittel, die frei vergeben werden, also nicht kreditfinanziert sind, daran gebunden, dass er sagt, da müssen Reformen stattfinden. Und er sagt, eigentlich müssen die Reformen jetzt stattfinden und dann gibt es erst Geld. Ist sowas aus Ihrer politischen Sicht überhaupt umsetzbar? Das ist natürlich nicht umsetzbar, weil wir haben jetzt den Einbruch in der Wirtschaft und wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir die Wirtschaft insgesamt wieder zum Laufen kriegen. Und das kann man nicht dadurch erreichen, dass man vielleicht in 4, in 5 Jahren Zahlungen aus der Europäischen Union verspricht. Aber es muss natürlich beides parallel sein. Und die Sorge ist natürlich auch, dass wir es mit Staaten zu tun haben, die schon mehrmals Versprechungen abgegeben haben, Reformen durchzuführen, uns bis heute nicht gemacht haben, trotzdem aber immer wieder Hilfe bekommen haben. Und da verstehe ich auch den Unmut mancher Regierungschefs, die sagen, ja, ihr habt schon mehrmals versprochen, verschiedene Regierungen bei euch, und es hat nichts stattgefunden. Aber ich würde mich da gar nicht nur auf Italien fokussieren. Da laufen ja im Kielwasser von Italien eine Reihe von Staaten mit, die reformunfähig sind, wie Frankreich. Da laufen aber auch Staaten mit, die Reformen der Vergangenheit wieder rückgängig gemacht haben, wie Spanien. Und das muss natürlich auch alles offen angesprochen werden. Es kann ja nicht die gleiche Reform zweimal belohnt werden. Auch das sind Fragen, die zum Beispiel im Zusammenhang mit Spanien und Portugal zu diskutieren sind. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, um es noch komplizierter zu machen. Das, was hier als dritter Punkt diskutiert wird, abgesehen von den beiden Finanzpunkten, ist das Rechtsstaatsprinzip. Das heißt, eine mögliche Bestrafung des Landes, was nicht den Rechtsstaatsprinzipien nachkommt, die europaweit, sagen wir mal, als Standard gelten. Um es konkret zu machen, man könnte Viktor Orban, dem Regierungschef in Ungarn, natürlich sagen, da du jetzt die Rechtsstaatsprinzipien nicht so umsetzt, bekommst du auch bestimmte Gelder nicht. Ist so etwas überhaupt machbar? Das muss machbar sein, um es ganz deutlich zu sagen. Wir haben ja bisher eine Methode nur auf europäischer Ebene, das berühmte Artikel 7-Verfahren, das mal eine grüne Kollegin als eine Atombombe bezeichnet hat. Also Ausschluss eines Landes von den Abstimmungen im Rat. Wir haben darunter kein Instrument, erzieherisch zu wirken, dass Rechtsstaatsprinzipien, die eigentlich die DNA der Europäischen Union sind. Ja, Multilateralismus funktioniert nur, wenn sich alle an das Recht halten. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann haben wir ein Riesenproblem innerhalb der Europäischen Union. Und ich bin jetzt lang genug in diesem europäischen Geschäft mit dabei. Es gibt nur eine Sprache, die ohne Dolmetscher in ganz Europa verstanden wird. Und es ist leider das Geld. Und insofern ist das schon der richtige Hebel. Wir fordern das ja auch als Parlament ein, dass hier auch Rechtsstaatsprinzipien als Kriterien eingeführt werden. Wer den Pfad des Rechtsstaats verlässt, verlässt damit das Fundament der Europäischen Union. Und auf einem schwachen Fundament kann man kein stabiles Haus bauen. Jetzt haben wir gestern Zahlen bekommen von den Ökonomen, die befragt worden sind von der Europäischen Zentralbank. Und dort ist sehr eindeutig zu sehen, die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr sind schlechter als vorausgeschätzt. Das heißt, der Druck, der wirtschaftliche Druck auf die Länder nimmt immer mehr zu. Können Sie sich denn unter dem Aspekt Rechtsstaatsprinzipien vorstellen, dass
Viktor Orban etwa mit dem portugiesischen Regierungschef spricht und sagt, naja, wir stimmen für die Hilfen für dich, aber nur dann, wenn du nicht gegen uns stimmst, wenn es um den Rechtsstaat geht. Gibt es da im Zweifelsfall Pakt unter einigen Ländern, der die Sache kompliziert macht? Das ist natürlich eines der Probleme. Zunächst mal müssen ja fast alle Dinge, die heute zur Entscheidung anstehen, einstimmig beschlossen werden. Das heißt, jedes Land kann Veto einlegen. Aber es gibt natürlich auch Länder, die haben Interessen und sind bereit, viel zu schlucken, wenn nur schnell Geld fließt. Ja, da könnte ich Ihnen eine ganze Latte, insbesondere im Süden Europas, benennen. Die sagen, wir sind bereit, viel zu akzeptieren, Hauptsache der Rubel rollt. Und da kann es auch sein, dass plötzlich eine Konstellation ist und sagt, lass uns mal das Rechtsstaatsthema verschieben für die Zukunft. Hauptsache, wir kriegen jetzt schnell die Hilfe, weil ökonomisch, und das ist natürlich schon die Herausforderung, ist schnelle Hilfe und gemeinschaftliche Hilfe notwendig, damit diese Staaten sich wirtschaftlich erholen. Das ist ja auch in unserem deutschen Interesse. Wirtschaftlich stabile Länder sind für uns attraktiver im Warenaustausch als wirtschaftlich schwache Länder. Und insofern ist auch die deutsche Position ja nicht die der Stärke, sondern schon im Interesse auch eine globale Erholung innerhalb Europas funktioniert nur, wenn alle Staaten Fortschritte erzielen ökonomisch und nicht nur ein paar wenige. Herr Ferber, Sie sind mit 29 ins Europaparlament gekommen, also mit ganz jungen Jahren. Sie haben einige Jahrzehnte Erfahrung jetzt im Europaparlament. Haben wir einen Einschnitt durch den Brexit auch insofern, als sich eine Machtverschiebung ergibt? Wir haben ja gestern Bilder gesehen von Einzelgesprächen, Beichtstuhlgespräche nennt man ja sowas sehr gerne. Da saßen Deutsche und Franzosen nebeneinander, die Kanzlerin mit Macron und dann einzelnen Gesprächspartnern. Ist das eine neue Union, die sich da auftut, die beiden stärksten Staaten in der Europäischen Union, die im Zweifelsfall dann auch den Druck ausüben? Das kann ja auch nach hinten losgehen. Es kann nach hinten losgehen und ich habe bei Helmut Kohl gelernt, wenn ich das so sagen darf. Helmut Kohl hat immer gesagt, vergesst die Kleinen nicht. Helmut Kohl hat lieber einmal mehr ans Telefon gegriffen und hat kleine, in Anführungszeichen, Mitgliedstaaten mit einbezogen, um am Ende seine Mehrheiten zu schmieden, als nur mit der Macht des Großen und wirtschaftlich Starken zu argumentieren. Natürlich braucht es den deutsch-französischen Motor. Natürlich ist es für uns Deutsche auch wichtig, dass Frankreich an unserer Seite steht und sich nicht an die Seite der großen Empfängerländer stellt. Ja, das ist ja schon eine Konstellation, die auch Machtverschiebung und Interessensverschiebung bedeuten kann. Aber es darf natürlich nicht der Eindruck entstehen, die zwei Großen bestimmen, wo es lang geht und alle anderen müssen mitfahren. Man muss die kleineren Staaten, die wirtschaftlich schwächeren Staaten auch mitnehmen. Und wenn das verlassen wird, dann droht das Ganze zum Scheitern verurteilt zu sein. Insofern geht es nicht nur darum, Deutschland, Frankreich als Motor, sondern immer auch als Integrator der Europäischen Union, sonst scheitert das Modell.